So, wieder Spaziergang natürlich hier in Chemnitz. Hallo. Hallo, grüß dich. Als Ordner zur Verfügung stellen. Es gibt eine kurze Einweisung dazu, alles kein Problem. 4 Personen bitte. 2 haben sich schon gemeldet, das ist schon mal gut. Brauche ich noch 2 Freiwillige. 3, noch einen Freiwilligen bitte als Ordner. Kann natürlich auch eine Frau sein. Müssen ja immer Männer sein, ne? Einmal kleine Infos vorab. Wir haben für nächste Woche eine andere Demonstration und Aufzug angemeldet. Das beginnt 15.30 Uhr und ja, ich übergebe mal das Mikrofon. Ja, hallo, ich bin die Jenny. Auch von Chemnitz steht auf, Eltern stehen auf und so weiter. Ich habe eine kleine Ankündigung für nächste Woche, weil da gibt es ein paar Änderungen und wir würden uns wünschen, dass wir uns nächste Woche nicht hier treffen, sondern wir haben ein bisschen was Spezielles geplant. Wir treffen uns nächste Woche vor dem Gebäude, vor dem Sitz der SIKO, der Sächsischen Impfkommission. Denn wir haben uns überlegt, unsere gute SIKO, die hier in Chemnitz sitzt, war ja die erste, die die uneingeschränkte Standardimpfung, Corona-Impfung für Kinder ab 12 Jahre empfohlen hat. Und ja, da haben wir ein paar Fragen dazu. Ist euch allen bekannt, Risiken, Langzeitfolgen, wie sie zu dem Ergebnis gekommen sind, welche Studien die denn da vorliegen hatten etc. Deswegen machen wir nächste Woche von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 2 Stunden lang eine Kundgebung vor diesem Sitz der SIKO. Das ist auf der Zschopauer Straße. Zschopauer Straße, Ecke Rembrandtstraße. Und wir haben auch ein paar Gäste eingeladen. Zum Beispiel hat schon definitiv fest zugesagt die Frau Dr. Carola Javid-Kistel. Die wird dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein. Die bringt den Dr. Rolf Krohn noch mit. Also von daher gibt es, denke ich, einiges, was wir da Interessantes und uns anhören dürfen. Und wir werden natürlich auch versuchen, einen Arzt der SIKO hoffentlich zum Dialog zu bewegen und uns dann ein paar Fragen zu beantworten. Also von daher, wer da Lust und Interesse hat, nächste Woche 15.30 bis 17.30 vor der SIKO, dann ist so eine halbe Stunde Pause und Beine vertreten und dann laufen wir von dort aus 18 Uhr los, 18 bis 19 Uhr. Dann noch anschließender Aufzug, anschließender Montagsspaziergang durch die Innenstadt, dann logischerweise mit veränderter Route, weil nach einer Stunde Laufen kommen wir dann wieder bei der SIKO an, wer dort vielleicht sein Auto stehen hat oder so. Ich sag's am Ende nach dem Aufzug auch nochmal ganz kurz, aber genau, dass ihr jetzt schon mal alle hier, die jetzt schon hier sind, informiert seid. Ich übergebe nochmal für den Rest des Organisatorischen. Vielen Dank. Also erstmal zu der Strecke heute, die wir laufen. Es ist die Strecke, die wir das letzte Mal dann schon gelaufen sind. Das wäre der Schillerplatz, also von hier los. Straße Nation, Carola-Straße, Bahnhofstraße, über den Falkeplatz, Theaterstraße. Dann hier vorne wieder die Mühlenstraße, Müllerstraße, Straße Nation und zurück hier auf diesen Schillerplatz. Das wäre für heute die Strecke. Wir haben hier noch eine kleine Spendenaktion. Ich würde dazu mal die. Wir haben hier noch Kartoffeln, die mitgenommen werden können. Das ist genau auf den Punkt getroffen. Ich hätte gerne noch 2, 3 Leute für unseren Banner zum Tagen. Am besten unterwegs, vielleicht immer mal ein bisschen abwechseln. Das wäre super, wenn sich da jetzt noch jemand finden würde. Ansonsten würde ich sagen, können wir dann starten. Wir stellen uns schon mal auf, wir laufen dann hier vorne wieder raus und machen unsere schöne Runde. Seid laut, zeigt euren Unmut, aber immer noch im Rahmen der Gesetzlichkeiten würde ich darum bitten. Sprechchöre werden wir natürlich wieder gut zu hören lassen. Seid einfach mit dabei, lasst raus, was ihr rauslassen wollt und Power. Danke. Also jetzt geht es hier auf den Schillerplatz los. Sehr schön. Richtig schön laut ist es. Richtig schön laut ist es. Einfach frei. Und es ist wieder mal wieder so weit. Spazieren ist gesund. Auch wenn es in einer Stadt ist, wie Chemnitz zum Beispiel. Heute nochmal herzliche Grüße an
etliche Gemeinden und Städte, wo heute auch spazieren gegangen wird. Und das ist doch schon mal eine feine Sache. Also ich denke mal, wir sind hier nicht zu überhören. Ein lauter Spaziergang. Also, richtig laut und super, sehr schön. Einigkeit, Recht, Freiheit, jawohl, das fehlt unserem Lande, aber richtig gewaltig. Also, wunderbar, sehr laut, wunderbar. Also, ich hoffe, dass wir Gehör finden und ich denke mal schon, Freiheit ist ein Geburtsrecht. Ende aller Maßnahmen. Jawohl. Hallo. 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 Also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt zu Ende. Nein. Da kommen noch mehr Leute. Wunderbar. Sehr schön. So muss es sein. Ja, und dann möchte ich gleich mal auf diesem Wege die Leute hier grüßen, die hier in Freiberg, in Annaberg, in Zschopau und überall noch auf die Straße gehen, richtig. Und das ist auch sehr schön und da will ich nochmal herzliche und patriotische Grüße dorthin senden. Und ich habe dann noch ein bisschen was in eigener Sache, sechs Sperrung oder eine Löschung eines Videos. Grüß dich. Freiheit! Keine Diktatur! So, also ganz schön was los hier. Finger weg von unseren Kindern! Richtig. Steckt euch eure Impfung in den... Ja, in den Hintern. Steckt euch eure Impfung in den... So, also jetzt geht's erstmal die Carola-Straße. Das ist heute auch in eine andere Richtung, die wir einschlagen. Ich weiß jetzt nicht, die vorige Woche war ich nicht mehr dabei. Ich war gesperrt, hast du es mitgekriegt? Ich war trotzdem ganz fleißig, ich habe jetzt einen zweiten Kanal, aber das sage ich dann, wenn ich wieder öffentlich frei bin. Und wenn wir hier in freien Presse waren, das hat irgendwelchen Leuten nicht gefallen. Und, Thank you.
Wahnsinn. Also so laut war es schon lange nicht. So laut war es schon lange nicht mehr. Absolut. Sehr schön. Also, super. Also das macht heute ganz schön Mut, sehr schön, viele Leute und relativ laut, also man kann auch laut spazieren gehen, also im Wald sollte man das vielleicht nicht machen, aber in der Stadt ist es schon nicht verkehrt. Super Stimmung hier in Chemnitz, der Bahnhofstraße, sehr schön, super, Leute zeigen Gesicht und ja, also ich hoffe ja, dass die anderen auch noch aufwachen, wissen beziehungsweise drüber nachdenken und hinterfragen ist eigentlich eine, wie soll ich mal gleich sagen, eine Hohlpflicht und Internet hat jeder, wie gesagt, und oder fast jeder hat Internet und da sollte man doch einmal auf Alternativmedien einmal etwas stöbern, um jetzt ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können. Nur mal so zur Info. Also die rote Ampel, die ich kurz gezeigt hatte, symbolisiert die rote Karte gegen Merkel, Spahn, Lila, Rosten und wie sie alle heißen. Ja. Ja, ich denke mal, das ist sehr, sehr berechtigt, wenn man dann diese widersprüchlichen Aussagen von Herrn Spahn und von Sorten im Prinzip so anhört, dann wird es einen wirklich schlecht. So, also wie gesagt, Hände weg von unseren Kindern. Ganz wichtig, so muss es sein. Super, nein zu Testpflicht und Maskenzwang an unseren Schulen. Richtig. Danke. So, also vor uns von ein paar Passanten Daumen nach oben gezeigt bekommen. Sehr schön. Also macht schon Mut. Negative hatten wir bis jetzt noch nicht. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Und so soll es eigentlich sein. Super hier in Chemnitz. Ja, ich möchte nochmal sagen, die 70 anderen Städte und Gemeinden, in denen jetzt auch so ein Spaziergang stattfindet, in Sachsen, Thüringen,
aber hauptsächlich in Sachsen. Die sollen erstmal ganz herzlich gegrüßt sein von hier aus Chemnitz. Und nur so können wir was erreichen, also auf demokratischem Weg. Und so soll es eigentlich sein. Genau so. Genau. Ja, richtig. Leute, also das klingt wirklich gut. Hier ist eine absolute Stimmung hier in Chemnitz. Also, Chemnitz grüßt Sachsen, Deutschland und die Welt. Nur mal so zur Info. Und wir haben ja die Bilder auch gesehen von Paris und von anderen in Amsterdam und überall her. Entschuldigung, jetzt natürlich viele Finger, dann hat es jetzt aber nicht ausgeschaltet. Ich möchte mich entschuldigen, aber es passiert halt mal so, wenn man hier laufend spazieren gehen durch die Innenstadt läuft. Und man muss auch mal ein bisschen schauen, wo man hinläuft. Also dem ist hier das Handy rausgefallen und da ist natürlich da jemand hin und angehoben und hin und her gerannt. Und es funktioniert noch und hat er natürlich gleich einen Daumen nach oben gezeigt. Sehr schön, hat es unterstützt, das finde ich gut. So muss es sein.
fertig. Hier aus Chemnitz und so soll es aussehen, so soll es sein. Also man kann bloß hoffen, dass noch mehr andere Leute noch aufwachen. Es muss wirklich so sein, dass noch mehr Leute aufwachen, aber das ist schon mal Anfang hier. Super, schön, klasse. Das macht gut. Das macht gut. Das macht gut. Doch so viele Leute, sehr schön. So muss es sein, Leute. Einen ganzen Bus im Schlepptau. Auch eine schöne Geste. Wie gesagt, Humor und Satire ist immer mit dabei. So schaut es aus. Aber man kann es nicht oft genug sagen, eine super Stimmung hier in Chemnitz. Macht auf jeden Fall Mut und ich denke, das kann auch gezeigt werden und geteilt werden in andere Kanäle bzw. in andere Städte, dass die vielleicht eine Nachahmung machen. Es schadet auf jeden Fall nicht, darauf hinzuweisen, auf die Schieflage in unserem Land. Und danke an alle, die hier gekommen sind und Gesicht zeigen hier von Chemnitz. Und natürlich auch die, die in anderen Gemeinden und Städten auch unterwegs waren. Und ihr wisst ja, spazieren gehen ist gesund.
Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Ja, also nur solche Töne verstehen die wahrscheinlich. Also wie gesagt, Stinkefinger zeigen und nichts auf der Reihe bringen. Absoluter Wahnsinn. Ja, so sieht's aus, Leute. Ja, mal sehen, ob sie drüber nachdenken. Aber ich denke mal, die Leute, die haben meistens beim Denken ein bisschen sehr viel Pech. Mehr ist es nicht, wie gesagt. Ja, also super Stimmung hier in Chemnitz. So wird mit der Straße der Nationen umgegangen, Leute. Ja, ein bisschen Humor, Satire ist immer mit dabei. Ja, es ist ganz schön dunkel geworden schon, aber es macht Mut. Macht Mut, so die Leute. Und nicht zu überhören hier in Chemnitz. Also hier gehen sehr viele Fenster auf oder Balkone oder Dachfenster, um zu schauen, was hier abgeht. Und das ist ja eine feine Sache. Vielleicht werden nicht mehr und schaden kann es ja nicht. Und wir müssen auf die Straße gehen, demokratisch, und auf die Schieflage hinweisen. Also weitergehen kann es nicht, was hier abgeht. Wir sind in der absoluten Diktatur. Und wenn im Prinzip Videos gesperrt werden oder Kanäle dicht gemacht werden, da sind wir im Meinungsfaschismus sondergleichen, der sich hier wirklich gewaschen hat. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. So sieht's aus, Leute. Also heute eine sehr große, aber eine lange Strecke. Thank you.
Jetzt sind wir schon bald wieder am Schillerplatz und die Stimmung ist immer noch ganz gewaltig. Ihr hört es noch. Und die Sequenzen, die ich jetzt aufgenommen habe, hört ihr ja auch oder habt es gesehen bzw. mitgehört. Ja, eine super Sache hier im Chemnitz. Und ja, ich hoffe, dass sich das rumspricht. Spazieren gehen ist gesund, auch in größeren Städten, kleinen Städten, Gemeinden. So kann man, sagen wir mal, eventuell was bewirken. Also die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und auf Hinweisen auf die Schieflage hier im Land, das ist ein Muss. Und es ist auf jeden Fall jeder, oder fast jeder hat Internet, da lässt sich auf jeden Fall viele Sachen hinterfragen. Und es gibt so viele Aufklärvideos und Leute, die darauf hinweisen, Ärzte zum Beispiel und Anwälte. Wie gesagt, hier gibt es unheimlich viele Leute, die ein super Engagement zeigen für unser Land, für unsere Leute, für Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Frieden und natürlich auch Souveränität. Jetzt sind wir wieder auf den Schillerplatz und gleich mal an die Polizei. Danke für die Hilfeleistung der Straßensperrungen und hat wunderbar geklappt. Sehr schön. Und wie ihr seht, ist schon ganz schön dunkel geworden und ist eine riesengroße lange Strecke gewesen und die Stimmung ist immer noch super. So soll es sein und so muss es sein und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich habe aber mal jetzt bei meinem... Ich habe einen YouTube-Kanal, dann Arnold 100% Patriot, das bin ich. Und der ist aber zur Zeit gesperrt. Es könnte sein, dass ich vor 14 Tagen, habe ich auch schon mal hier aufgenommen. Ja, ich will das aber dort rein. Ich habe bei Nachfragen einfach mal durch, mein Freund ist bei. Alle anderen Sachen immer, die drei Nazis sind immer bei den Gegnern, aber ich muss ja bitte gucken, weil. Ja. Alles gut, alles gut. Ich gehöre da ganz in Bewegung mit an. Wir lösen deine Familien vorbei und bin ich immer ein bisschen müssen. Nee, alles gut, alles gut. Ich habe meine Frau verdammt, dass wenn da könnte. 13. Die Uhrzeit. 19 Uhr, glaube ich. 19 Uhr, da kann ich mit dem Zug kommen, wenn das gleich am Bahnhof ist, wie du sagst. Genau, Abbahnhof in Dresden. Alles klar. Ja. Das ist ja da. Oder was meinst du jetzt? Am Donnerstag oder was? Nächste Woche, wenn die. So, also wieder auf dem Schillerplatz. Angekommen. Ich bedanke mich für eure Teilnahme, dass ihr heute wieder so zahlreich erschienen seid, dass ihr schön laut wart und euren Unmut kundgetan habt. Wir von Chemnitz stehen auf, bedanken uns gemeinsam für die schöne Runde. Also nächste Woche machen wir die andere Veranstaltung vor der SIKU und den Montag darauf, ab dieser Zeit, treffen wir uns nicht mal 19 Uhr, sondern 18 Uhr. Ja, man merkt, es wird ja mittlerweile sehr dunkel. Dankeschön ja. Für die Organisation, mein Freund. Ja, wirklich nochmal Dankeschön an den Micha, dass er für jede Woche war. Es ist ja auch Arbeit, die dahinter steckt. Ich möchte nochmal daran erinnern, wie gesagt, es ist schon ausgesprochen worden für nächsten
Sonntag, 15.30 Uhr, zur Bauerstraße, Ecke Rembrandtstraße. Die, die schon ein bisschen älter sind, werden das noch kennen, das ehemalige Unfallkrankenhaus. Ne? Dort wollen wir eine Standdemo diesmal organisieren. Es werden Ärzte sprechen, es werden noch mehr Leute sprechen. Und das geht bis, bis 17.30 Uhr. Und wer nicht mit teilnehmen kann, der Spaziergang findet dann von dort aus statt, 18 Uhr, wie immer, in Zukunft. Also dann, bis nächste Woche. Danke. So. Also ihr habt es gehört, die Veranstaltung ist beendet, der Spaziergang ist beendet. Macht's schön gut, seid und bleibt immer schön patriotisch. Wir kommen wieder. Ja, schön, ich verlasse mich darauf, dass ihr nächste Woche wieder da seid und übernächste Woche. Und wir werden das so lange durchführen, bis wir irgendwann wahrscheinlich wieder mal nicht mehr dürfen, aber das lassen wir uns nicht nehmen. Wir lassen uns denn! Ich beende hiermit offiziell diese Veranstaltung, diesen Aufzug und wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Wir sehen uns. Danke. Tschüss. Macht's schön gut. Seid und bleibt immer schön patriotisch. Tschüss.